Leute, brauchen wieder ein paar mehr LP auf dem Account. Ich muss aber generell sagen, ich habe schlechter gejungelt in letzter Zeit. Ich glaube, es liegt an zwei Faktoren, okay? Der eine große Faktor war, ich habe immer nur dann Jungle gequeued, wenn ich mit Toplane durch war. Ich habe so 5 Stunden Toplane gequeued und dann habe ich erst einen wieder gejungelt. Und dann habe ich einfach, war ich nicht so Fokus im Jungle. Und der zweite große Faktor ist, dass mehr Leute aktuell Kindred spielen. Und weil mehr Leute aktuell Kindred spielen, wissen auch mehr Leute, wie man gegen Kindred spielt. Und deswegen bin ich als Kindred OTP im Jungle einfach schlechter dabei. Weil ich bin ja relativ easy auf 300 RP geklimmt mit Jungle Kindred Only. Dann habe ich aufgehört viel zu jungeln. Eigentlich wollte ich herausfinden, wie hoch ich wirklich kommen kann, aber dafür müsste ich mehr Jungle spielen. Ihr seht ja, ich habe sehr wenige Games. Keine 20 Games in den letzten Monat gespielt auf Jungle oder so. Nicht so noch nicht viele Games, was es angeht. Aber it is what it is. Toplane macht halt auch wirklich Spaß aktuell. Jedenfalls mir, also ich mag halt Rea und Camille sehr. Weißt du, ein super Matchup ist gegen Gwen. Toplane ist Matchup ziemlich gut für Jace. Aber da wirst du immer Conqueror spielen, vielleicht auch Face Rush, weil sie sich da gut runterrennen kann. Generell kann Gwen auch in langen Lanes Jace gefährlich werden, weil sie halt mit Ghost ihn runtersprinten kann. In Midlane ist es natürlich nicht möglich, gerade auch wenn sie Ignite spielt. Die Lane ist sehr kurz und sie hat kein Movement Speed Buff. Und naja, ja. Das Ding ist auch, Jace muss gar nicht Lane mehr unbedingt gewinnen, damit der Champion gut ist aktuell. Nice. Heißt nicht einfach töten mit QW? Mit QW, Form switchen, QW? Und dann Autodeck sie ganz schnell? Bam, Junge! Meine Wave sackt aber. Der hat halt TP, ne? Da hab ich nicht wirklich eine Wahl. Hab auch davor mein Flash verloren und generell viel Damage genommen von Jarvan, beziehungsweise halt dann kein Damage gemacht und keine Zeit gewastet. Haben wir mit 7 HP überlebt, haben sie getötet. Ich hätte sie schon vortöten können, aber da war halt Jarvan da, deswegen war es ein bisschen awkward jetzt. Oh, es war keiner clean. Ja, jetzt würde ich das Belly nicht nehmen, weil der Typ mir einen Kerb abhängt, das ist ja so nervig. Haben wir doch gut gekitet, ne, mit unserem Ding jetzt, mit unserem E. Fucking boring. Will die Wave freezen? Alter, come on! Krieg ich mein Plating auch nicht, ey. Tja, mit denn ist ja so langweilig, aber ich muss mein Plating jetzt droppen. Ich wurde von einer halben Stunde interrupted von dem Typen. Aber ich spiele gerade ganz nice eigentlich in dem Matchup, I think. Ist das besser als Ionians von Perceptor? Eigentlich brauche ich nicht unbedingt Lifesteal. Naja. So ist ein gutes Gate. Ihr könnt ja die Q zuerst casten und dann trotzdem rechtzeitig das Gate zu euch stellen. Machen auch immer viele falsch. Die machen einfach QE und dann ist die Q halt super langsam, weil sie so spät erst beschleunigt wird. Macht es viel leichter, die Q zu dodgen. Was flasht er so frech auf mich? Oh mein Gott. Der Flash war ja super wert. Und Nautilus. Was flasht der so vielleicht um mich rauf, der Typ? Früher war ich auch viel besser drin, auf Jace gut zu W spacen mit den Auto-Attacks. Das ist das Schwerste eigentlich an Jace. Und darin bin ich echt bad geworden. So ein Gate ist mega clean. Wenn ihr das Gate so noch in euch selbst reinstellt, dass es vertikal steht, oder zumindest diagonal, ihr könnt ja halt sogar noch weglaufen damit. Also mit den Gates kann man viel besser machen generell. Also, das war eben, also meine Gates gerade eigentlich waren schon ziemlich fein, aber ich sag einfach nur allgemein gesprochen, ne? Vulcan spielt Jace. Ja, Trooper jetzt nicht so überrascht. Und weil ich den Champion noch nie seit langer Zeit nicht im Stream gespielt habe, heißt das nicht, dass ich den Champion nicht spielen kann. Früher 4 Jace gespielt. Fucking blows. Deswegen hätte ich Conqueror spielen. Mit Conqueror gewinne ich diesen Fight am Ende. Wenn ich Conqueror hätte, würde ich gewinnen. Mit Electrocute gewinne ich nicht. Du hast in den Comp gespielt, ich habe Jace, ich glaube noch nie, habe ich Jace schon mal competitive gespielt? Also in Season 6 habe ich halt 4 Jace gespielt. Ihr könnt euch ganz gut vorstellen, wenn ihr jetzt die Q von hier nach da schießt und das Gate wäre hier, dann würde die Q erst ab hier beschleunigt. Aber wenn ihr die Q schießt und ihr beschleunigt schon hier, dann ist sie halt viel schneller. Also wird früher beschleunigt, mit anderen Worten, sie ist härter zu dodgen. Das war gerade gefällt, das war, da bin ich zu weit nach hinten. Und noch ein wichtiger Punkt, stellt euch vor, ihr würdet hier über die Wand QEen, okay? Und ihr macht QE und lasst eure Maus einfach hier. Dann sieht der Gegner auch das Gate vorher. Das heißt, nicht nur ist eure Q langsamer, auch der Gegner sieht das Gate, also weiß er, dass die Q kommt. Mit dem hat viel mehr Zeit zu reagieren.
Warte, wenn ich das Klappern-Gold kriege. Ah, ich bin actually so gut auf Jax. Oh mein Gott. Oh, ich wurde gecancelt von German Q. Ah, ich hab trotzdem mit Zen gespielt. Solo, Double Kill auf Varus und Karma. Und wenn ich nicht auf Range, wenn ich auf Range vom bleibe, statt auf Medi zu gehen, töte ich Jarvan auch noch. Aber ich habe gequeued mit To the Skies und es wurde gecancelt von Jarvans Combo. Ah, trotzdem, nicer Play. Genau, Goldschatt und für mich noch Varus getötet, aber mein Team kann scheinbar ohne mich gar nichts töten. Was ein wenig blaut. What it is, what it is. So, also, da ist die Note, dass noch in der Mitte des Fights den Kennen geschert hat mit mir. Nice, schon erweckt. Wenn die ein bisschen reinbaiten, ist er mich zurückgepinkt und dann bam, sobald Drexler reinflasht oder reintunnelt, guter Play. Warum ist er gerade in dies reingelaufen? Ich bin boosted. Hätte 1 für 1 sein können, wenigstens, obwohl Zünder. Natürlich hat Zünder geintet, aber ich hätte meinen Combo obviously treffen können. Ich hätte flashen sollen. But guys, just play for the Drake. Ich hätte auch einfach meine Kombos treffen müssen. Wenn ich Kombos treffe auf Jarvan, wäre er halt schon tot. Aber dass sie hier gecatcht wird, ist mein Fehler. Aber ich hätte das Karma wie flashen müssen. Das war definitiv mein Fehler. Ja, ich glaube, ich muss das Shield flashen kaufen. Ich glaube, Serpents Fang als nächstes ist auch nicht bad. Diese Rildas und dann Serpents. Und dann bin ich auch der Positioner. Ich werde einfach angeholtet ohne Flash. Kann ich wirklich was gegen tun. Wenn dessen, wenn wir Botlane mal mit tut, ach Team. Ja, ich habe ein gutes Game gespielt. Aber schwer zu spielen. Gehen dann jump einfach mich rauf mit Java 0 und dann bin ich halt tot. Und der Mitte, der nicht zweimal solo getappt, ist jetzt einfach Faker geworden, ha. Huh? Der Winkel über die Wand, Boys. Ich bin auf der fucking Stelle geflasht, weil ich sie queuen wollte. Ich wollte Flash queuen und hab dann auf der Stelle geflasht, weil ich boosted bin. Boosted. Ich wollte hinter sie flashen und dann auf sie rauf queuen. Und wenn mein Q-Point-Click-Spell ist, bin ich quasi hinter sie. Ich wollte hinter sie flashen und wollte dann Q quasi buffern dafür. Hab's timing-technisch einfach gefällt. Ja, aber trotzdem ein gutes Game von mir, I think. Seit ewig kein Jace gespielt. War eigentlich ziemlich nice. Aber dann sind böse Dinge passiert. Not really sure what exactly happened. Ah, ich hab gefailt, Mann. Ich hab ihn leider weggeäht, bevor ich ihn auserdeckt habe. So bad. 2 Solo-Kills, guter Mid-Game-Damage, aber not good enough. GG. Wenn ich jetzt bitte endlich mal ein Jungle-Game spiele, mit 2 Midlane-Games gespielt, Jungle ist einfach zu beliebt. Ich werde Midlane-Auto finden, weil Jungle zu cool ist. So, naja, hoffentlich kriegen wir jetzt mal ein Kindred-Game hin. Das wäre echt cool. Da würde ich mich sehen.